Hi, grüß dich. Damit Hundetraining effektiv gestaltet werden kann, müssen erstmal ein paar Fragen beantwortet werden. Und zwar, wie lange trainieren, wie oft trainieren und vor allem Dingen, wann bzw. wann nicht trainieren. Viel Spaß dabei! Wie in der Anleitung schon erwähnt, bevor du dein Training anfängst mit deinem Hund, musst du erstmal drei Fragen beantworten. Erste Frage, wann bzw. wann nicht. Wann du auf keinen Fall trainieren darfst, ist, wenn dein Hund krank ist oder dich unwohl fühlst oder schlechte Laune oder keine Lust hast. Dann bist du nicht mehr objektiv. Am besten lässt du es komplett sein und geh einfach nett mit deinem Hund spazieren, ohne allzu viel zu verlangen. Wenn du in solcher Situation trainieren würdest, könnte es sehr schnell passieren, das ist zumindest der Fall so bei mir, dass man ungerecht wird. Also, leg einen Tag Pause an, tut jeden ganz gut, geh eine Runde spazieren, ohne großartige Erwartungen. Das ist Nummer 1. Zweite Frage, wie lange trainieren? Das ist Alter des Hundes abhängig und hundabhängig. Alter, Größe, Charakter, Eigenschaften und Trainingsstand. Kleine Hunde, beziehungsweise, Entschuldigung, junge Hunde können nicht so lange trainieren wie ein erfahrener Hund, der schon sein Leben lang, beziehungsweise 5 oder 6 Jahre schon Prüfungen abgelegt hat. Der kann länger arbeiten. Aber das merkst du, wenn du 2, 3 Schritte hintereinander legst, die sehr gut funktionieren, und du merkst auf einmal, dass es wieder abwärts geht, dann kannst du sicher sein, dass du deinen Hund schon überfordert hast. Aus diesem Grund sollte man aufhören. Und zwar, der Spruch gilt wirklich, aufhören, wenn das am schönsten ist. Ist genauso in einem Film, in einem Theaterstück, im Training, bei der Arbeit, beim Trainieren. Es gibt eine Spannungslinie und wenn man einen Höhepunkt hat, aufhören. Weil wenn du aufhörst, wenn du ganz oben bist auf diese Spannungslinie, dann erwartest du noch mehr. Aber das ist Schluss. Für den nächsten Tag ist die Erwartungshaltung viel größer, viel positiver, viel effektiver für das zukünftige, für die nächste Trainingseinheit. Wenn du aufhörst, wenn diese Kurve wieder runter geht, dann ist das schon zu spät, dann hat man nicht so viel Lust, die Lust geht einfach verloren. Beobachte deinen Hund, versuch rauszukriegen, was er dir mitteilen will. Es reicht mir nicht der Satz, ich habe keine Lust mehr, wäre vielleicht falsch, aber der Satz, ich bin jetzt überfordert, ich kann nichts mehr aufnehmen. Der Satz ist auf alle Fälle richtig. Hör auf, bevor dein Hund dir so etwas Ähnliches mitteilt. Du merkst das, wie gesagt, wenn dein Hund langsamer wird, nicht so lustvoll oder keine Lust mehr hat, wenn er anfängt, links und rechts anzuschauen, wenn der Blick ein bisschen durch die Gegend schweift. Hör auf, bevor es so weit ist. Es kann sein, dass du 3, 4 Mal es selber merken wirst. Ich bin jetzt zu weit gegangen. Wenn du das merkst, bist du genau auf dem richtigen Weg, deinen Hund richtig zu trainieren. Lass ihm dir etwas mitteilen. Das war, wie lange trainieren. Wie oft trainieren? Ich mache das ganz gern. 2, 3, 4 Mal am Tag trainiere ich mit meiner jungen Hündin, die ist gerade 5 Monate alt. Aber für 1, 2 Minuten, mehr nicht, also relativ kurze Zeit. Ich vergleiche das einfach mit einer Hundeschule. Eine Hundeschule, die 6, 7 Welpen hat und die wird eine Aufgabe mitteilen, die Aufgabe erklären. Es nimmt schon Zeit im Anspruch. Wenn das Ganze verstanden wird, wird das vielleicht noch gezeigt vom Hundetrainer. Wenn es verstanden worden ist, dann ist jeder Einzelne dran. Dann für jede Aufgabe dauert das bestimmt 10 Minuten, mehr nicht. Und jeder Hund ist 1 Minute dran, mehr nicht. Innerhalb von 1 Stunde, 5 Aufgaben bis so vielleicht 5 Minuten Training. Es fällt nicht so auf, weil du andere Hunde beobachtest, weil der Trainer mit euch redet. Wenn du alleine bist, musst du das genauso gestalten. Also wirklich 3, 4, 5 Mal am Tag für 1 Minute, 2 Minuten, mehr nicht. Training ist in erster Linie dafür da, dass du dir bewusst machst, wie soll ich mit meinem Hund umgehen. Und das muss dir in Blut übergehen. Also muss das wirklich in dir haben, so macht man das. Dein Hund ist 24 Stunden am Tag Schüler, der wird dich die ganze Zeit beobachten. Das Training ist eigentlich nur dafür da, dass du lernst, wie gehe ich mit meinem Hund um. Das sind Tipps, wenn du das schaffst, das wirklich die zu verwirklichen. Das ist nicht ganz einfach, weil teilweise muss man wirklich gegen sich selbst kämpfen, weil man
der Ehrgeiz vielleicht oder die Lust oder der Spaß und der Freude ist da und man möchte weitermachen. Bremst dich, mach langsamer, kleinere Schritte. Es ist viel besser für dich, für deinen Hund. Freude ist größer und Effektivität des Trainings dadurch größer. Wenn du noch ein paar Fragen haben solltest, kannst du diese gern in den Kommentaren schreiben. Falls dir das Video gefallen hat, hier unten links, immer der gleiche Button, dürfte dir bekannt sein. Einfach darauf klicken, gefällt mir. Nächsten Video kannst du hier unten sehen. Und ansonsten, wenn du unaufgefordert noch mehr von mir, von uns sehen möchtest, einfach unseren Kanal abonnieren. Da ist er. Viel Spaß beim Training. Denk ein bisschen nach. Es wird viel effektiver, das Ganze gestalten. Tschüss und bis dann.